Hallo und herzlich willkommen zu diesem Facebook Live. Ich möchte nochmal das Thema von letzter Woche aufgreifen und ein bisschen weiterführen. Letzte Woche ging es ja so um diese innere kritische Stimme und das ist ja nicht so angenehm, gell? Also man kommt so aus der Balance. Und heute möchte ich das Thema insofern fortführen, dass ich was erzählen möchte darüber, ja, wieso ist denn das überhaupt so, dass es uns aus der Balance schießt und wie kannst denn du in deiner inneren Mitte bleiben und stabil bei dir sein, Gelassenheit bewahren, auch wenn schwierige Situationen eintreten. Also, was läuft denn überhaupt ab, wenn eben so eine Erschütterung geschieht? Wir alle haben ja ein Energiefeld um uns herum. Und in dieser schamanischen Vorstellung ist es so, dass wir natürlich, das ist sicherlich auch nachweisbar, gell, dass wir natürlich immer interagieren mit allem, was uns widerfährt, wird quasi unser Energiefeld berührt. Und wenn unser Energiefeld berührt wird, dann sind das ja auch Energien wiederum, die auf uns einströmen. Und Energien haben grundsätzlich unterschiedliche Frequenzen. Also es gibt hochfrequente Energien, die nennen wir Sami, und es gibt niederfrequente Energien, die nennen wir Ujja. Und je nachdem, ob du jetzt mit einer hochfrequenten Energie in Berührung kommst, gell, dann sind wir so aufgestellt und freuen uns. Ist es eine niederfrequente Energie, dann ist es eher so, dass es uns niederdrückt oder belastet, sagen wir auch. Also das ist eine schwere Energie. Und wie kannst du jetzt das beeinflussen, dass eben du nie einfach dem ausgesetzt bist, sondern dass du mit dem umgehen kannst? Eine Möglichkeit ist natürlich immer energetisch auch bewusst zu sein, also dass du bewusst wahrnimmst, was passiert denn jetzt gerade, und dass du, bevor das überhaupt eben bei dir richtig was auslösen kann, dir schon im Klaren darüber bist, ja, im Moment, also das ist jetzt nicht meins, das gehört nicht zu mir, nein, danke, und quasi die Annahme verweigerst von dem, was da kommt. Die Realität sieht oftmals anders aus, weil wir uns oftmals eben auch in was reinziehen lassen. Ja, wir lassen uns dann provozieren und dann springt die Maschine an und dann sind wir quasi mittendrin. Es gibt auch Möglichkeiten, dass du quasi wie vorher schon einen Schutz legst, dass du vorher schon etwas machst, um eben auch in schwierigen Situationen deine innere Ruhe, deine innere Gelassenheit zu bewahren. Also, grundsätzlich hilfreich ist immer, wenn du weißt, ich habe jetzt eine schwierige Situation, dass du dich im Inneren eines Kristalls visualisierst. Kristalle haben so eine hohe Frequenz, sie lassen praktisch keine niederen Frequenzen durch. Das heißt, wenn du das machst, dann bist du da schon einmal eben geschützt. Das andere ist, dass du natürlich eben auch etwas installieren kannst, was grundsätzlich dich begleitet, was grundsätzlich eben in dir wirkt. Und da möchte ich dir kurz was über die Munaikiriten erzählen. Die Munaikiriten, die nenne ich ja immer das Upgrade für dein Energiesystem. Das sind 9 plus 1. Ich erkläre gleich, warum das mit dem plus 1 ist. Andenschamanische und Amazonas-schamanische Riten, die durch Alberto Villoldo, einen bedeutenden schamanischen Lehrer, in die westliche Welt gebracht wurden. Es waren eben ursprünglich erst 9 und dann ist diese 10. Ritus dazugekommen. Und diese Riten sind von den Quero, das sind die Nachfahren der Inka, sind die quasi wie freigegeben worden in einer leicht abgewandelten Form, um auch in die westliche Welt gebracht zu werden, weil die Quero-Ältesten gesagt haben, also es ist jetzt Zeit, dass es eben nicht nur in unserer Tradition und Überlieferung gepflegt wird, sondern dass diese Segnungen allen Menschen zugutekommen. Und du kannst dir vorstellen, das sind so wie 9 Samen, die in dein Energiefeld gelegt werden. Und diese 9 Samen, diese Riten, die werden übergeben von jemandem, der autorisiert ist dafür, und bauen quasi stückweise deine Resilienz auf. Das heißt, die ersten Riten, da geht es darum, dass du alte Geschichten beenden kannst, dass du innere Heilung erfährst, und zwar auch eben nicht nur das, was im Moment gerade ist, sondern auch das, was war, und eben auch eine Kräftigung in Bezug auf das, was kommen kann.
Du bekommst einen Schutz, das sind so wie energetische Schutzbänder, die in dein Energiesystem eingewoben werden und die quasi all die ankommende schwere Energie auch transformieren. Also das ist dann nicht so, dass du quasi unerreichbar bist für alles im Leben, aber es gelingt dir viel einfacher, eben durch diese Energien zu transformieren, sodass das nicht ungebremst halt dich erwischt. Und dann gibt es weitere Dinge, das baut so vom Bewusstseinsstand sozusagen oder von der Persönlichkeitsentwicklung auf. Und diese weiteren Linien, die nennt man dann auch die Linienriten, die verbinden dich mit Linien von Schamaninnen und Schamanen, Medizinfrauen und Medizinmännern über die Zeiten hinweg, so, also über verschiedene Traditionen hinweg, so dass du quasi immer ein Gefühl hast auch von Zugehörigkeit und dass du immer eingebunden bist in etwas Größeres, das auch Sinn gibt, also dass die Orientierung gibt. Und am oberen Ende sozusagen, also auf dem höchsten Entwicklungsstand, sind die sogenannten Schöpfungsriten und die bereiten uns vor auf die Zukunft. Also die helfen uns, uns innerlich darauf einzustellen, mit unserer Energie darauf einzustellen, auf diese energetischen Veränderungen, in denen wir jetzt gerade sind, also diese Erhöhung der Energiefrequenz, die wir erleben. Und sie erwecken auch die innere Schöpferin, den inneren Schöpfer in dir, sodass du auch deine Kreativität eben noch besser ausleben kannst. Diese Samen werden gelegt und gehen dann in dir auf. Also es ist nie wie wenn man den Schalter umlegt und bums ist alles anders. Wobei ich übergebe diese Riten seit vielen Jahren. Und ich habe immer wieder erlebt, dass Menschen also unglaubliche Erfahrungen berichten und dass nach dem ersten Termin oftmals im zweiten Termin schon Rückmeldungen kamen, was sich ganz deutlich, spürbar, sichtbar verändert hat. Das fasziniert mich total. Und deswegen liebe ich es auch, mit diesen Riten zu arbeiten. Und wenn dich das interessiert, ich werde im September ein Seminar anbieten, wo ich diese Initiationen übertrage. Es hat noch wenige Plätze, also wenn du noch reinspringen willst, dann ist jetzt die Gelegenheit. Melde dich bei mir und du hast die Möglichkeit, auch in diese Riten initiiert zu werden, die dir helfen, immer in deiner inneren Mitte zu bleiben, die dir Gelassenheit schenken, die dir Unterstützung geben in deinem eigenen persönlichen Wachstum. Es ist auch gerade ein neues Buch erschienen von der Marcella Lobos. Das ist die Frau von dem Alberto Villoldo, die mit ihm auch zusammenarbeitet und die sehr aktiv auch in diesen Riten arbeitet. Einigen bekannt ist vielleicht über dieser 10. Ritus, The Womb. Da geht es um die Heilung des Frauseins, weil wir ja oft als Frauen auch in der Tradition, in der Geschichte, in unserer Weiblichkeit verletzt wurden. Und dieser 10. Ritus ist später eben dazugekommen, um die Weiblichkeit zu heilen. Also auch eine sehr, sehr schöne Sache. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, melde dich gerne bei mir. Ich kann dann auch mal was organisieren dafür. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag und alles Gute. Bleib in deiner Mitte.